Westfalenblatt, die Lokalzeitung. Damit möchte ich Sie heute hier bei uns in Höxter im Schloss Corbey der UNESCO-Weltkulturerbestätte herzlich begrüßen. Auf dem Weg zur Landesgartenschau 2023 wird heute der erste Großbaum gepflanzt und somit ein sichtbares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz und allgemeinhin für eine bessere Zukunft gesendet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, als sich Höxter im Jahr 2017 auf den Weg gemacht hat, um sich für die Ausrichtung der Landesgartenschau 2023 zu bewerben, da herrschte eine gemeinsame Idee. Die Idee, die Lebensqualität und das ökologische Klima in unserer Stadt mit diesem Großevent nachhaltig zu verbessern. Was für ein Erfolg für diese Region. Wir werden, damit es blüht und damit es schön aussieht, rund 75.000 Blumenzwiebeln in die Erde bringen. 32.500 Stauden warten darauf, das Areal vielfältig zu begrünen, sowie 700 Gehölze und über 3000 Sträucherglücken. 355 Bäume werden gepflanzt werden. Und ich glaube, das ist schon eine ganze Menge. Und wir werden uns freuen dürfen, das zu begrüßen, diese Vielfalt zu begrüßen. Das Gesamtareal der Landesgartenschau in Höxter wird 31 Hektar betragen. Wunderbar. Sie auch alle. Ganz prima. Können Sie sich noch an Corbey eine Führung gemacht damals? Bei der Führung nicht dabei. Das war 1999, ich war 24 Jahre alt. Aha. Und ich hatte zugesagt, zwei Veranstaltungen an einem Samstag, einen in Höxter und einen in Euskirchen. Richtig. An dem Tag habe ich verstanden, wie groß dieses Land ist. Wer einen Baum pflanzt, der glaubt an eine gute Zukunft. Und deswegen ist es gerade heute, gerade in diesen Tagen, ein guter Termin, hier zu sein und einen Baum zu pflanzen. Herr Wüst, könnten Sie sich heute einen besseren Termin vorstellen als hier in Corbey? Gibt es überhaupt die Chance, einen besseren Termin zu haben als einen Baum zu pflanzen in Corbey? Nein. Also, vielen Dank. Also, herzlichen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns wieder vor. Oh ja. Schön, dass Sie so Spaß haben beim Bauen. Aber immer.